Willkommen bei Sägebob. Das Holzhacken kann ein richtiger Sport sein. Ich hacke sehr gerne Holz, weil das gut für die Fitness ist. Aber es kann mitunter auch sehr anstrengend sein, besonders dann, wenn man eventuell Probleme mit dem Rücken hat. Und ihr habt gesehen, immer wenn ich jetzt hier Holz hacke, da muss ich mich immer, nachdem ich das Holz gespalten habe, bücken, es aufheben und erneut draufstellen, damit ich es dann wieder kleiner spalten kann. Aber geht es eventuell nicht auch noch ein bisschen einfacher? Ja, das ist tatsächlich möglich in Form eines einfachen Autoreifens. Das Einzige, was ihr jetzt braucht, ist einen alten Autoreifen. Wie man an solch einen kommt, das sage ich euch gleich. Und noch einen Hackklotz, der den passenden Durchmesser hat zum Autoreifen, damit der Reifen selbst stabil hier drauf dann liegt. Und dann, ganz praktisch ist hierbei, das seht ihr schon, ich kann gleich mehrere Klötze in den Reifen hineinstapeln. Das ist ja ohne Reifen nicht der Fall. Und dann kannst du mit dem Holzhacken auch schon losgehen. Ihr habt gesehen, mehr ist nicht zu tun und praktischerweise ist das Holz sehr leicht gespalten. Diese Variante eignet sich auch gut, wenn man Anfeuerholz machen will. Ihr seht, hier kommt es sogar schon klein raus. Und auch normalerweise, also ohne Autoreifen, hätte ich mich jetzt mehrmals bücken müssen und ich wäre längst nicht so schnell fertig gewesen. Ich habe heute bloß kleinere Stämme, aber ihr könnt das auch mit einem passenden Stammdurchmesser machen, der den Reifen komplett dann ausfüllt. Ja, dann geht es dann auch. So, ihr habt gesehen, wie einfach und schnell das geht. Für den Reifen hier ist jetzt allerdings Schluss. Der ist schon etliche Jahre alt und es wird mitunter auch mal passieren, wenn ihr Holz hackt, dass man mit der Klinge dann auch das Gummi trifft. Und hier habe ich noch einen Sicherheitstipp für euch. Man könnte jetzt der Meinung sein, ach, hier geht ja alles jetzt viel schneller beim Holzhacken. Da haue ich jetzt einfach drauf los. Es geht ja ziemlich schnell. Nein, seid hier auch immer achtsam und vorsichtig, denn wie bereits gerade erwähnt, kann es auch mal passieren, dass ihr mit der Axt auf das Gummi trefft und dann mitunter passiert dann eins, die Axt schnipst zurück. Also da mal ein bisschen vorsichtig, warum ist das so? Hier ist ja in so einem Reifen nicht nur reines Gummi drin, sondern auch noch eine Karkasse aus kleinem Metallgeflecht. Und das hat dann so einen Widerstand stärker als das Holz. Und da kann es eben passieren, dass die Axt mitunter zurückschnellt. Also da mal ein bisschen vorsichtig sein. Den Reifen hier, wie gesagt, werde ich jetzt austauschen. Und hier habe ich schon einen neuen Reifen. Der ist auch deutlich stabiler. Wie ihr hier vielleicht schon erkennen könnt, hat der einerseits eine andere Reifenbreite. Und der ist auch deutlich im Durchmesser größer. Da muss ich also noch einen passenden Stamm suchen, damit der Reifen deutlich stabiler sitzt. Ja, dass der Stamm mindestens noch, ja, ich würde mal sagen, um die 10 cm größer ist, damit der Reifen dann richtig aufliegt. Darauf achte ich immer, damit das ein bisschen standsicherer ist. Man könnte den natürlich jetzt auch anschrauben, dann wird es auch mit dem Stamm gehen. Die Höhe muss ich noch etwas anpassen dann bei dem neuen Hackklotz. Das wäre jetzt hier ein bisschen kontraproduktiv. Aber ihr habt ja mich schon gefragt, ob ich nicht mal ein extra Video zum Thema Hackklotz machen kann. Das mache ich sehr gerne. Und welche Alternativen es da noch gibt, da folgt demnächst noch ein Video. Und jetzt zum Thema, wo bekommt man solche Reifen her? Das ist ganz einfach. Ihr könnt einerseits unter anderem bei eBay Kleinanzeigen mal nachschauen, gebt da euren Ort ein, einen gewissen Umkreis und gebt einfach Altreifen ein oder eben Reifen zu verschenken. Und dann werdet ihr da fündig. Also da kommt ihr also kostenlos an Reifen. Wo ist es auch noch möglich? Ja, fragt mal bei einer Autowerkstatt nach. Die haben meistens auch in kleineren Containern die Reifen ihrer Kunden, die dann entsorgt werden. Oder auch beim Reifendienst mit ein paar Euro in der Kaffeekasse kriegt ihr auch die Reifen dann kostenlos. Ihr braucht ja meistens bloß einen. Ich musste mir um die Beschaffung keine Gedanken machen, denn es handelt sich hierbei um einen alten Winterreifen vom letzten Jahr noch. Da habe ich die Gelegenheit gleich genutzt. Habt ihr einen Reifen mit alter Felge, dann macht nicht euch die Mühe und versucht den selber abzuziehen, den Reifen, sondern fahrt dafür in eine Werkstatt, auch da wieder ein paar Euro in eine Kaffeekasse und lasst euch den mal innerhalb von 3 Minuten abziehen. Das spart euch eine Menge Arbeit. Ja, die Erfindung mit dem Autoreifen ist nicht neu. Ich finde sie sehr praktisch, habe sie schon mal vor einiger Zeit genutzt, werde sie jetzt wieder öfters nutzen und ihr könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und gibt es eigentlich noch eine Alternative? Ja, die gibt es auch. Wenn ich mich nicht täusche, heißt das Ganze Holzhackmanschette.
Das ist ein ähnliches Prinzip, ja, nur etwas höher und als Manschette, so wie ihr euch das vorstellt, wie eine Art großer, breiter Gürtel. Und das funktioniert dann ganz ähnlich. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr solch eine Manschette schon benutzt habt oder ob ihr noch andere Lösungen habt, wie man so auf sehr einfache Art und Weise Holz hacken kann. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.